Hallo, heute möchte ich mit euch mal in ein stark gemoddetes Morrowind-Spiel hineinschauen. Morrowind ist ein Spiel aus dem Jahr 2002. Oha, ja, das jetzt schon Krach macht. Von Bethesda, damals als Bethesda-Spiele noch gut waren. Ich persönlich finde Morrowind das beste Spiel in der Elder Scrolls-Serie. Aber ich habe alle vor Morrowind nicht gespielt, insofern ich kann nicht sagen, wie jetzt Daggerfall oder Arena sind. Aber die waren alle noch 2D und sahen grützig aus. Gut, Morrowind sieht jetzt auch ein bisschen grützig aus, aber das ist wie gesagt die geupdatete, gemoddete Version, die ich hier habe. Okay, will ich mal ins Spiel gehen jetzt. Da sind wir, Morrowind. Gut, wir machen ein neues Spiel. Ach ja. Ein sehr schönes Artwork. Da ich die Good Old Games Version habe, ist das Englisch. Ich glaube, ich hätte auch die deutsche runterladen können, aber gerade bei Bethesda-Spielen, bei Oblivion war das besonders schlimm, ist meistens die Übersetzung nicht so besonders toll. They have taken you from the Imperial City's prison. First by carriage and now by boat. To the east, to Morrowind. Fear not, for I am watchful. You have been chosen. Wake up. We're here. Why are you shaking? Are you okay? Wake up. Ich glaube, geht los, oder? Sollte eigentlich losgehen. Stand up. Ah, there siehst you go. You were dreaming. What's your name? Herbert. Well, not even last night's storm could wake you. I heard them say we've reached Morrowind. I'm sure they'll let us go. Quiet. Here comes the guard. This is where you get off. Come with me. Okay, muss ich mal gucken. Also rennen kann man mit Shift. Springen kann ich nicht. Kann ich irgendwas aufsammeln? Nee, auch nicht. Dup, 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 di dup, dup, di dup, di dup. Get yourself up on deck and let's keep this as civil as possible. E aktiviert, okay, ich muss E drücken. Das müssen wir auf die Maus legen. Ja, so sieht die gemoddete Version von Morrowind aus. Ist alles ein bisschen hübscher, als es damals war, 2003. This is where they want you. Head down to the dock and I'll show you to the census office. Okay. You finally arrived, but our records don't show from where. Okay, wer ist denn Herbert Papier? Also mit einem Namen wie Papier müsste man ja Bretone sein. Allerdings, wenn er mir ähnlich sehen soll, nehme ich lieber Nord.
Oh Gott, was ist das? Okay. Interessante Frisur, lieber Herr. Ja. Mal gucken, ob wir ein anderes Gesicht, ob das die Frisur besser macht. Okay, sieht eindeutig eher aus wie ein Floki als wie ein Herbert. Aber nehmen wir den mal. Also, was haben wir? Specials. Immune to Frost, Resist Shock, Woad. Thunderfist, Full Attack. Okay. Great. I'm sure you'll fit right in. Follow me up to the office and they'll finish your release. Oh, da sitzt einer und angelt. So, es gibt nun mehrere Möglichkeiten in diesem Spiel, sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen, aber erstmal müssen wir mit... Ah, yes, we've been expecting you. You'll have to be recorded before you're officially released. There are a few ways we can do this, and the choice is yours. Okay. Fill out the form yourself. Also, ich bin ein... Troubleshooter. So, Favorite Attributes, Stärke ist gut. Ich krieg plus 10, Intelligenz ist auch gut, aber Luck ist besser, glaube ich. Spezialisierung, Combat nicht, sondern machen wir mal Stealth. Major Skills sind auf jeden Fall Marksman, weil ich bin ja Shooter. Sneak, Security, Light Armor ist auch mal gut und wir brauchen eine Short Blade oder Long Blade. Oh, Long Blade. So, Short Blade brauchen wir nicht, glaube ich. Akrobatik ist immer gut. Athletik ist auch immer gut. Ich vergesse wahrscheinlich wieder die Hälfte hier. Aber Security schon? Hm, weiß ich nicht. Mercantile ist okay. Speechcraft und dann nehmen wir noch Alchemie. Marksman, Sneak, Security, Light Armor, Long Blade, Alchemie, Speechcraft, Mercantile, Athletics, Acrobatics. Okay. Very good. The letter that preceded you mentioned you were born under a certain sign. And what would that be? Was nehmen wir da noch? Das ist alles so lange her, Leute. Fortify Personality und Endurance ist nicht schlecht. The Steed war Speed. Speed ist auch nicht schlecht. Da kommt man sehr viel schneller voran auf der Karte. Agility plus 25. Ich glaube, wir nehmen aber die Lady. Das sind zwei Werte, die wir plus 25 kriegen. Das ist eindeutig besser als nur ein Wert. Interesting. Now, before I stamp these papers, make sure this information is correct. Okay, Papier, Troubleshooter, Lady. Sieht gut aus, ja. Show your papers to the captain when you exit to get your release fee. So, was man jetzt nicht machen kann. Also so gehe ich ins Menü rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, dieses Ding ist 650 wert. Das kann ich jetzt nehmen. You cowardly thief! Dann werden alle ganz aufgeregt. Ich lege das wieder hier rein. Und geh raus.
Continue through to the next building and talk to Sellers Gravius. Okay, jetzt denkt er, er hat mich schon dafür bestraft, dass ich das genommen habe. Aber ich habe es ja vorher abgelegt, das heißt, ich kann es mir nochmal nehmen. Und jetzt sagen die nichts mehr. Okay. So, und jetzt machen wir hier mal die Tür schön zu. Weil jetzt räumen wir hier den ganzen Laden aus, von unten nach oben. Und nehmen alles mit, was hier rumliegt. Zum Beispiel diese Fackel. Oder diese Fackel. Und was auch immer hier alles drin ist. Und was auch immer hier alles drin ist. Und was auch immer hier alles drin ist. Und ihr seht langsam das System, nach dem ich vorgehe. Wie das halt in Elder Scrolls Spielen ist. Man nimmt alles mit, was rumsteht. You should learn how to do combat. Ja, ja. Nehmen wir erstmal hier das Daggerich. Dann haben wir hier Riskar. Don't think I've forgotten you, Witcher. I want this dagger sharp as a scam's claw this morning. Mir egal. Ja, ja. Lauter Tutorial Messages. Ist zwar alles nicht wirklich viel wert, aber die Masse macht's. So, dann gucken wir mal, nehmen wir uns den, wir hatten noch einen Dietrich hier. So. Wie? Ah, so. Da haben wir ein bisschen Geld drin. Supi. Du. Ja, ja, ja. Ich laufe rum und Sachen passieren. Hier oben die Laterne nehmen wir mit. Wir gucken hier rein und haben hier einen magischen Ring gefunden. Den wir auch mitnehmen. Und dann gehen wir zu dem Typen hier rein und sprechen mit dem. So. Ja. Dann muss man den ausfragen. Duties, Cursius, bla, Schnabel, Diebel, Dabel, Dumm. Hier noch einmal und da. Klickt nochmal alle durch. So, ich glaube, ich habe alles mit dem geredet, was ich lesen muss. Hier könnte man auch klauen, aber da steht einer und guckt. Warum lassen wir das? Welcome to Morrowind Comes Alive, Version 8.2. Use default settings, okay. So. Jetzt sind wir quasi frei. Jetzt können wir hier noch diese Laternen einsammeln, aber das ist ein bisschen gefährlich. Weil, wenn die Wachen einen sehen, dann nehmen sie einem alles Geklaute weg und das ist momentan alles, was sie haben. Also reden wir erstmal mit diesem lustigen kleinen Elfenleutchen hier. Sagen ihm, dass wir seinen Ring gesehen haben und dafür legt er ein gutes Wort für uns beim Händler ein. Sehr gut. Speak freely, friend. Yes. Dann gehen wir jetzt zum Händler. Lalalala. Ja. Oh, hier ist auch mehr los als sonst. Okay. Willkommen zu uns Handelshaus. Ich bin Aurel und so weiter. Okay, jetzt kann man ihm. Aber der mag uns eigentlich gut genug. Barter ist mit ihm handeln. Das versuchen wir mal, indem wir hier den ganzen Schrott verkaufen, den wir haben.
das Torch. Wir müssen aufpassen, dass sie hier nicht das Päckchen für den Typen verkaufen, dem wir das Päckchen bringen sollen. Das wäre ungünstig. So. Okay. Da würden wir schon mal ganz schön viel Geld kriegen, wenn wir das so verkaufen. Aber wir wollen dafür eine Rüstung haben. Leicht am besten. Wir brauchen einen Bogen. Und ein Langschwert. Dann gibt es hier nur Kurzschwerter. Da, Longblade. Sehr gut. Ah, was brauchen wir sonst noch? So. Können wir hier nochmal ausfragen, was hier los ist. So, und dann ziehen wir uns Quatsch mal an hier. Goodie. So, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir hier Waffen festlegen. Bevor wir es vergessen, brauchen wir noch Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Mal gucken. Ich glaube, wenn wir mit dem reden, kriegen wir hier was billiger. Little advice. Volius Nuncius sent you. So. Oh, bevor wir irgendwo anders hingehen, müssen wir hier noch einen Ort aufsuchen, der sehr wichtig ist für unser weiteres Fortkommen. So sehen wir momentan aus übrigens. Genau. Fällt nämlich einer vom Himmel und gibt uns Kram umsonst. So. Ein magisches Langschwert, was wir sehr gut gebrauchen können. Einen lustigen Hut. Und so ein Kittel. Und schicke Seidenschuhe. Geld. Und das hier. Schicke Unterhosen. Und dieses Buch. So.
So. Dann wollen wir gleich mal hier ein paar Sachen einsammeln auf dem Weg. Dup, 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 dup. Das nervt mich, dass man hier so langsam unterwegs ist. Fängt tatsächlich wieder an rumzuhüpfen, wie man das damals gemacht hat, weil man kommt schneller voran. Jetzt können wir die Sprungsprüche hier, die könnten wir jetzt auch noch verkaufen. Oder hier noch gibt es noch so zwei, drei Abenteuer, die man hier machen kann. Vielleicht machen wir das nächste Mal weiter, wenn wir hier so ein paar kleine Abenteuer machen können hier in der Gegend, bevor wir überhaupt losgehen. So, hier drüben war eine Höhle und irgendwo. Gibt's noch einen Mord aufzuklären hier? Was ist da vorne los? Das ist ein Händler. Doch, also für ein Spiel, das 18 Jahre alt ist, sieht das gar nicht schlecht aus, finde ich. Mit den optischen Enhancements. Achso, das ist Caravan Guard. Goodbye. Dann wird das der Handler sein. Yeah. Der möchte aber nicht mit mir handeln, scheinbar. Schade. Na gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Morrowind.